Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der Beratungssitzung des Untersuchungsausschusses noch einmal die Entscheidung der Bundesregierung vom gestrigen Tage beraten. Die Regierungsfraktionen von SPD, CDU, CSU haben auch die Nacht genutzt, um einen Vorschlag zu machen, wie wir auf der Grundlage der Entscheidung der Bundesregierung das Ganze jetzt hier im Untersuchungsausschuss umsetzen. Ich sehe es als notwendig an, dass wir hier schnell vorwärts kommen, weil mein vordringlichstes Interesse ist, dass die Aufklärung in der Sache vorangetrieben wird. Und das bedeutet, dass wir hier auch in dieser Woche bestenfalls zu Entscheidungen und Beschlüssen im Untersuchungsausschuss kommen sollten. Wir haben einen entsprechenden Vorschlag auch den Kolleginnen und Kollegen der Opposition unterbreitet. Aus unserer Sicht ist der Weg einer unabhängigen Vertrauensperson, einer unabhängigen sachverständigen Vertrauensperson grundsätzlich mal in einem ersten Schritt geeignet, hier die Aufklärungsarbeit voranzutreiben. Es sind elementare Bedingungen der SPD-Fraktion, die wir in den letzten Wochen immer wiederholt haben, auch erfüllt worden. Es ist garantiert, dass das Parlament, der Untersuchungsausschuss, allein bestimmt, wer diese Person zu sein hat. Es wird auch bestimmt, welchen Untersuchungsauftrag diese Person hat. Das heißt, sämtliche Fragen hat das Parlament zu bestimmen. Und es ist auch sichergestellt, dass diese Person sämtliche Unterstützung bekommt, die sie braucht. Dazu gehört unter anderem, dass sie ohne jede Weisung und Einschränkung in alle Selektorenlisten, die streitgegenständlich sind, Einsicht nehmen kann. Und sie wird uns anschließend in einer weitestgehenden öffentlichen Untersuchungsausschusssitzung darüber auch berichten. Und wir werden sie dazu befragen können. Und das sind die Bedingungen der SPD-Fraktion gewesen. Diese sind erfüllt. Wir haben, soweit es um die schriftliche Stellungnahme der Bundesregierung ging, auch noch mal im Gespräch mit dem Bundeskanzleramt und den Vertretern des Bundeskanzleramtes hier entsprechende Klarstellungen erwirkt. Und insofern halten wir diesen Weg jetzt als geeignet, dass wir hier einen ersten Schritt mit in der Aufklärung gehen können. Ich betone nochmals ausdrücklich, es ist ein erster Schritt. Wir werden es vom Ergebnis der Arbeit dieses Ermittlungsbeauftragten abhängig machen, ob wir uns weitere Schritte hier vorbehalten. Und das ist für uns, für die Entscheidung, dass wir diesen Weg jetzt gehen, ganz, ganz elementar. Ich bedauere es ausdrücklich, dass die Opposition sich überhaupt nicht an der Frage, welchen Auftrag hat diese Person, welchen Fragen hat sich diese Person zu stellen, dass sich die Opposition überhaupt nicht daran beteiligt. Die Opposition hat auch angekündigt, dass sie sich nicht an der Namensfindung beteiligen möchte. Ich habe es angeregt, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, die Grünen und die Linke vielleicht es noch mal überlegen. Wir wären bereit, das in die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause zu schieben, die Entscheidung. Aber man hat angekündigt, dass man das gesamte Verfahren nicht mitgehen möchte. Man möchte klagen und deswegen will man sich auch nicht konstruktiv an diesen Punkten beteiligen. Ich bedauere das grundsätzlich. Ich habe Respekt davor, dass man die Frage beim Bundesverfassungsgericht klären lassen will. Das ist unbenommen. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass man soweit vielleicht dennoch sich einbringt, hier bei diesen Fragen, die noch zu klären sind. Und insofern muss man mal abwarten, wie jetzt die abschließenden Entscheidungen verlaufen. Ich habe jetzt zum Ende noch mal gehört, dass man sich Bedenkzeit ausgebeten hat. Wir werden sehen, wie dann die abschließenden Entscheidungen sind. Ich glaube allerdings, und das möchte ich noch mal zusammenfassen, dieses Verfahren, das ein neues Verfahren ist, dieses Verfahren führt dazu, dass das Parlament das Heft des Handelns in der Hand hat. Wir haben hier uns nichts abgeschnitten, sondern es ist ein erster Schritt, um hier die Aufklärungsarbeit weiterzutreiben. Und mein vordringlichstes Interesse ist, dass ich nach der Sommerpause belastbare Ergebnisse darüber bekomme, was in diesen Selektorenlisten drinsteht. Und da die Bundesregierung, und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, nicht bereit ist, dem Ausschuss die Listen selber zu übergeben, müssen wir ein Verfahren finden, um in dieser Arbeit schnell und zügig vorwärts zu kommen. Ich glaube, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, das sind wir den Unternehmen schuldig, weil die Vorwürfe, die im Raum stehen, Wirtschaftsspionage, Verstoß gegen deutsche Interessen über Jahre hinweg, jeden Tag, wo das Ganze unaufgeklärt bleibt, unerträglich sind. Und deswegen ist das Ganze in einem ersten Schritt ein Verfahren, das wir auch bereit sind, unter diesen Bedingungen mitzugehen. Waren Ihnen die Namen bekannt, die jetzt während der Ausschusssitzung schon in der Presse verbreitet werden?
Wir haben uns natürlich auch in den Arbeitsgruppen Gedanken gemacht über geeignete Personen. Wir brauchen Personen, die unabhängig sind von ihrer beruflichen Herkunft. Wir brauchen Personen, die bestenfalls eine einschlägige juristische Kompetenz haben. Und es ist halt nun mal so, dass sich mit Geheimdienstrecht in Deutschland nicht allzu viele Menschen beschäftigen. Das ist eine ganze Handvoll. Und deswegen ist es auch so, es kommt ein ganzer Kreis von Personen in Betracht. Aber wir nochmal sind gewillt, mit der Opposition auch hier insgesamt eine einvernehmliche Entscheidung zu treffen. Das setzt allerdings voraus, dass die Opposition überhaupt bereit ist, sich konstruktiv an diesem Prozess zu beteiligen. Also die Namen waren Ihnen vorher so konkret auch nicht bekannt, sondern nur auf der Liste der möglichen Kandidaten? Ich kann nur noch mal wiederholen, es ist keine Entscheidung über die Person abschließend bisher getroffen. Es ist ein offener Prozess, ein offenes Verfahren. Wir laden alle Fraktionen ein, sich daran konstruktiv zu beteiligen. Auch wenn man das Verfahren der Sache nach ablehnt, kann es ein guter Ansatz sein, sich trotzdem bei der Namensfindung zu beteiligen. Denn es soll eine Vertrauensperson sein. Und das bedeutet, sie sollte das Vertrauen aller im Parlament vertretenen Parteien haben. Ist das Schreiben abgeschlossen? Diese Frage haben wir, soweit ich das gesehen habe, heute noch nicht erörtert. Aber wir sind natürlich daran, dass wir das Interesse nach wie vor verfolgen, auch dieses Schreiben und zahlreiche andere Dokumente, die wir für herabstufenswürdig halten, auch entsprechend herabzustufen. Herzlichen Dank.